Hallo, ich bin noch immer der Christian Freisleben, Berater, Referent, Journalist, Trainer und hemmungsloser Improvisateur. Und ja, mal vielen Dank für eure tollen, ja, genau, Ideen. Also ich bin wirklich erstaunt, was sich da alles berechnen lässt. Also fantastische Ideen. Und ich lade euch dazu ein, dort nochmal hinzugehen und eine der vorhandenen Ideen aufzugreifen und nochmal ja, genau zu sagen und etwas dazuzulegen oder mit einer ganz neuen Idee hineinzusteigen. Diesmal geht es um was ganz anderes. Eins der wichtigsten Dinge in der angewandten Improvisation und ja, grundsätzlich auch im Leben oder auch in der Mathematik ist Geschichten erzählen. Und in Wirklichkeit, wenn wir genauer hinschauen, gibt es ganz viele Geschichten an verschiedensten Ecken in unserem Leben. Und im Mathe-MOOC ist es ja zuletzt gegangen um das Thema so das Teilen und wie sich so Zahlen zueinander verhalten. Und ja, jetzt stellt euch doch mal vor, dass in so einer Formel, in so einer Gleichung, die einzelnen Parameter Personen sind. So wie in einer Familie oder in eurer Peergruppe. Und die spannende Frage ist, was reden denn die so miteinander? Welche Geschichte haben vielleicht die einzelnen Formelteile? Also das heißt, von wo kommen sie, welche Vorlieben haben sie, welche Hobbys, welche Eigenschaften haben sie? Oder auch die Frage, in welchem Genre spielt denn das? Spielt das in einem Western? Hey, ich mach dich klein! Oder auch, spielt das Ganze in einer Liebesgeschichte? Ach du mit deiner Größe. Wenn wir uns teilen, werden wir noch größer, Mosche. Und ich lade euch dazu ein, so eine typische Formel herzunehmen und den einzelnen Teilen eine Stimme zu geben und so einen kurzen Dialog zu schreiben, wobei es kann nicht nur Schreiben sein, dazu gleich, und den hier unten wie immer zu posten. Also wie kommunizieren diese einzelnen Teile? Was wollten sie sich schon immer mal sagen, weil es schon längst mal notwendig ist? Und wie schaut ihre Zukunft aus? Oder ihr weiteres Leben? Oder in welchem Film werden sie demnächst spielen? Die Rückkehr der 1 Million. Und weil ich das vorher gesagt habe, schreiben. Natürlich könnt ihr auch zeichnen. Oder ein Video machen. Oder einen Podcast. Oder einen Song dazu schreiben. Ja, und dann auch wieder hier unten einfach einen Link dazu posten. Ja, und wir sind schon sehr gespannt, was ihr mit dieser neuen Impro-Challenge macht. Alles Gute!